Hartz 4. Pass auf, nachher habe ich wieder irgendwo was abstehen, wenn ich jetzt da so drin rumwurre. Hast du abstehen? Haare. Sowas. Ich habe nie Haare abstehen. Nein. Hast du mich mal angeguckt? Meine Haare machen immer, was sie wollen. Hallo, hallo. Heute haben wir schon wieder ein Neuzugänge-Video für euch. Es sind schon wieder 3 Monate um. Wir haben schon wieder neue Bücher gekauft. Und sagen wir euch jetzt mal, was von April bis Juni bei uns so eingezogen ist. Genau. Es wird ein bisschen länger. Also schnappt euch ein leckeres Getränk. Tee, Kaffee, Limo. Apropos Kaffee. Wein. Ja, wäre gut, ne? Ah. Machen wir nach dem Neuzugänge-Video. Ja. Also ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen auf unser Getränk warten, aber... Wir machen schnell, schnell. Husch, husch. Nein! Also ich habe auf jeden Fall mehr als du mal wieder, weil ich mich nicht zügeln kann. Ich bin extra gestern noch einkaufen gewesen. Gut. Damit du nicht ganz alleine dastehst, weil man... es ändert was, ne? Also wenn man aufs Land zieht und da gibt es einfach keine vernünftige Buchhandlung, da kauft man noch nicht so viel. Da gibt es auch nicht vernünftige Bestellungen für Essen. Nee, das haben wir eben festgestellt. Ja. Naja, wir sind verwöhnt. Düsseldorf hatte alles. Düsseldorf hatte alles, ja. Absolut. Also ich komme hier in Bochum auch ganz gut an Bücher, habe ich festgestellt. Ja, also bei mir in dem kleinen Dorf gibt es ja gar keine Buchhandlung. Einfach mal gar keine. Das ist tragisch. Es gibt mittlerweile nicht mal mehr die Möglichkeit, Bücher in der Schreibwarenhandlung zu bestellen. Die haben diesen Service eingestellt, weil so wenig Bücher bestellt wurden. Da wohntest du noch nicht da. Hätten die mal auf dich gewartet, genau. Hätten die das nicht eingestellt. Ja, wahrscheinlich. Ich hätte den kompletten Service von alleine finanziert. Die hätten das irgendwann einfach direkt zu dir nach Hause geliefert. Das wäre weniger Aufwand für die gewesen. Ja. Ja, und die Mayasche, die ich da gefunden habe, die war ja so klein. Ziemlich klein. Stimmt, ich habe dich gestern gebeten, mir 2 Bücher mitzubringen und die gab es beide nicht. Soll das? Englisches Buch auch, also ganz ehrlich. Ja, sorry. Als hätten die da eine englische Abteilung, großartig. Im Land liest man nur Deutsch. Richtig. Zumindest hauptsächlich. Naja, also ich habe 14 neue Bücher. Ich habe 9. Gestern hatte ich nur 5. Dann habe ich noch 3 gekauft und dann war Jana so lieb und hat mir heute noch 1 geschenkt. Und deswegen habe ich jetzt 9. Uneigennützig. Deswegen, so wenig sind es dann schon wieder gar nicht. Das sind eigentlich genauso viele, wie ich beim letzten Neuzugänge-Video hatte. Ich war beim letzten Neuzugänge-Video ganz stolz, dass ich so wenig gekauft hatte. Deswegen hast du gedacht, oh, ich habe das beim letzten Mal so gut gemacht, kann ich jetzt wieder völlig ausrasten. Ich habe aber wieder, ich glaube 4 oder so, habe ich schon gelesen. 5 sogar. Gut. Ich leg los. Ja. Also, natürlich, wer hätte es gedacht, habe ich Crescent City 2 von Sarah J. Maas bei DTV erschienen und von Franka Fritz und Heinrich Koop. Koop? Ja, ne? Ja. Übersetzt mit Farbschnitt. Das ist so schön. Oh, es ist so schön. Es sieht auch von innen so richtig schön aus. Ich bin ganz, ganz verliebt in dieses Buch, weil es so hübsch ist. Ja, über die Story kann ich nicht so viel sagen. Ne? Wahrscheinlich würde es nur spoilern. Wenn ihr wissen wollt, was in Crescent City 1 passiert, könnt ihr den Lesemonat April euch anschauen. da erzähle ich das auf jeden Fall. Von daher lege ich das jetzt direkt wieder weg. Oder möchte ich das noch ein bisschen gucken? Nein. Ja, das ist schön. Kannst du das bitte nochmal von allen Seiten in die Kamera halten? Das ist so schön. Wirklich. Richtiges. Vor allem den Buchschnitt vorne. Ja, der ist cool, toll. Ne? Ja. Ja. Ich finde es richtig schön. Ich weiß gar nicht, wie es von... Ah, es hat auch diesen schönen Mond, die Sichel. Ach ja, es ist Traum. Wirklich schönes Buch. Ja. Ja, ich hatte als erstes mein Buch in die Kamera, das ihr vielleicht schon bei unseren Lesemonaten gespottet habt. Und zwar Wie ein leeres Blatt von Boulet und Bagieux steht hier an der Seite. Penelope Bagieux, genau.
Das ist eine Graphic Novel, die bei Carlsen erschienen ist und übersetzt wurde von Ulrich Prüfrock. Und die haben wir zusammen im Lesezirkel schon gelesen. Genau, das heißt, im April. Das habe ich auch schon abgebaut vom Sub. Ja. Ja, genau. Nochmal ganz kurz, es geht um Eloise, die ihr Gedächtnis verloren hat und die jetzt nach ihrer Identität sucht, weil sie einfach gar nichts mehr weiß. Sie weiß nicht, wo sie wohnt, sie weiß nicht, wer sie ist, was sie mag, wer ihre Freunde sind, was sie arbeitet. Ja, und das muss sie halt alles so nach und nach wieder entdecken und geht da auf Spurensuche durch ihr eigenes Leben. Eigentlich so ganz cool dargestellt. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann guckt euch den Lesemonat April an. Mhm. Auch gut. Wir werden den hier irgendwo. Ja. Vielleicht den Musikknopf. Ja, mal Glöckste. Ja, wir werden den irgendwo verlinken. Entschuldigung. Alles gut. Es war kurz schmerzhaft, jetzt wieder gut. Okay. Ja, dann habe ich The Disappearances von Emily Bain Murphy gekauft. Das ist bei, keine Ahnung, irgendwo erschienen in irgendeinem englischen Verlag. Das steht Houghton Mifflin Harcourt. Nämlich. Also, in The Disappearances geht es um Ayla und ihren Bruder Miles, die nach dem Tod ihrer Mutter in deren Heimatstadt zurückziehen, in der es irgendwie nicht so mit so rechten Dingen zugeht. Korrekt, das wollte ich sagen. In der Stadt geht es nicht mit rechten Dingen zu, denn irgendwie scheinen alle 7 Jahre irgendwelche alltäglichen Dinge zu verschwinden, sei es Gerüche, Sterne am Himmel, die Fähigkeit zu träumen, solche Sachen verschwinden einfach alle 7 Jahre. Alltägliche Dinge. Genau. Komisch. Und irgendwie soll wohl die Mutter von Ayla und Miles damit zu tun haben und die beiden machen sich dann daran herauszufinden, was es damit auf sich hat. Das klingt cool. Ja, ne? Fand ich auch. Ja. Weißt du, woran mich das erinnert? Nee. An ein Buch von Cecilia Ahern. Ah. Vielleicht haben die sich gegenseitig inspiriert. Keine Ahnung. Aber da war das auf jeden Fall auch so, dass irgendwelche Sachen verschwunden sind. Aber halt nicht so große, wichtige Sachen. Ja. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ja, glaube ich. Klingt interessant. Ja. Ich zeige euch jetzt das zweite Buch, das ich mir angeschafft habe. Das kleine Schätzchen hier. Das du offensichtlich gerade liest? Das ich, ja, genau. Schon seit Mai lese ich das hier. Auch so ein bisschen als Recherchebuch, weil ich gerade was aus dem Science-Fiction-Bereich übersetze und dachte, ich müsste mich mal so ein bisschen weiterbilden da, was das angeht. Von Neal Stephenson, Amalthea. Erschienen bei Goldmann und übersetzt von Juliane Gräbener-Müller und Nikolaus Stingel. Ich beneide die beiden hier nicht darum, dass sie das übersetzen aber mussten. Aber vielleicht haben die das gerne gemacht. Vielleicht, ja. Aber da sind so viele technische Details drin. Das ist ganz krass. Also ich, ja, Hut ab, dass man sowas überhaupt übersetzt. Das muss wahnsinnig rechercheintensiv gewesen sein. Es geht hier darum, dass der Mond explodiert und dass die Erde dann auf absehbare Zeit eben auch untergeht deswegen. Und ja, einige Menschen oder beziehungsweise die ganze Menschheit arbeitet daran, dass sie halt Archen bauen, um die Menschheit retten zu können und um Leute ins All zu schicken, die dann hoffentlich die nächsten 1000, 5000 Jahre überleben. Mhm. Und dann gibt es einen Zeitsprung irgendwann. Und dann geht es da weiter nach 5000 Jahren und man erfährt dann, wie es so ausgegangen ist. Ob das ganze Geschehen geklappt hat oder nicht. Spielt viel auf der ISS, so im ersten Teil. Also es geht auch erst nach knapp 700 Seiten, kommt dieser Sprung zu den 5000 Jahren. Also man hat eine Menge vorher durchzuackern. Aber ist es interessant auch oder ist es nur anstrengend? Beides, würde ich sagen. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht informieren müsste bei Science Fiction, dann fände ich es todlangweilig und hätte es wahrscheinlich auch schon abgebrochen. Aber als Recherchebuch ist es
Gold wert einfach, ne? Weil die alles, es wird alles beschrieben. Die Funktionsweise von irgendwelchen Geräten auf der ISS, was sie da zusätzlich angebaut haben, wofür die das benutzen, was da schief gehen kann. Alles so Sachen, und das ist wirklich super ausführlich beschrieben und deswegen wahrscheinlich für einige Leute langatmig, wenn sie es lesen, aber für mich halt gerade super interessant. Würde ich aber wirklich nur Leuten empfehlen, die da Bock drauf haben, auf viele technische Details. Ja. 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 Daran lese ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Aber irgendwann musst du dein Buch ja abgeben. Ja, ist die Frage, ob ich das vorher noch schaffe, durchzulesen. Schauen wir mal. Mal gucken, was zuerst fertig ist, das Lesen oder die Übersetzung. So, ich habe mir Das sternlose Meer von Erin Morgenstern gekauft. Das ist bei Heine erschienen und von Karin Will übersetzt. Ist, wie hier schon draufsteht, von der Autorin von Der Nachtzirkus. Das ist ja, das hast du, glaube ich, auch, ne? Steht auf meiner 12-Books-Liste. Aha, siehste. Ich hatte da noch gar nichts von gehört. Irgendwie, ich habe das zufällig in der Buchhandlung in die Hand genommen und fand es ganz interessant. Und du hast mir, glaube ich, nachher gesagt, dass das auch relativ gehypt wird im Moment, ne? Ja. Aber das war mir total vorbeigegangen, lustigerweise. Cover jetzt kaufen. Auch. Ja, es hat mich angesprochen und ich fand die Story interessant. Ja. Es geht nämlich um Zachary, der eigentlich seine Abschlussarbeit schreiben soll, stattdessen aber jeden Tag in die Bibliothek geht und irgendwas anderes liest, worauf er gerade Bock hat. Bis er eines Tages irgendwie ein Buch in die Hand nimmt, in der seine eigene Geschichte steht. Und dann versucht er herauszufinden, was das soll. Fand ich irgendwie ganz ansprechend von der Story her. Er klang ganz gut. Und ich bin ja sowieso immer irgendwie angefixt, wenn es in Büchern um Bücher geht. Ich weiß nicht, so diese Inception-Sache finde ich immer ganz gut. Ja. Ja. Klingt gut. Ja, ne, fand ich auch. Klingt gut, sieht hübsch aus. Hoffen wir, dass das auch gut ist. Autorin verspricht auch einiges. Ja, also ich meine, ich habe Der Nachtzirkus nicht gelesen, aber das soll ja auch sehr, sehr gut sein. Ja. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ja. Vielleicht lese ich Den Nachtzirkus ja vorher noch. Wenn ich dann endlich mal meine 12-Books-Liste anfange abzuarbeiten. Wir sprechen uns nochmal, wenn ich das gelesen habe. Ja. Wo wir beim Thema Recherche waren, habe ich mir dann direkt auch noch dieses Schätzchen hier geholt. Und zwar das Big Fat Notebook. Alles, was du für Physik, Chemie und Bio brauchst. Gibt es auch für Mathe, sehe ich hier hinten gerade. Ja, gibt es auch für Geschichte. Also da gibt es mehrere von. Cool. Und ich finde, die sind halt wirklich cool aufgemacht. Ne? Also die sind so im Notizenstil geschrieben und auch richtig schön bunt illustriert und so. Und dann mit so Linienpapier und ja. Ja. Spricht mich alles, auch damit es nicht so schlimm ist, sich mit Physik auseinanderzusetzen. Richtig. Ja, das Buch. Also ich habe den Autoren nicht gefunden, beziehungsweise die Autorin. Hä? Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein zusammengeschustertes Ding vom Verlag. Das ist von Workman Publishing und ich glaube, die haben einfach... Aber hier steht Löwe drauf. Ja, aber im Englischen. Das ist ach ja so. Übersetzt. Ja. Übersetzt übrigens von Eva Hirtheis, Heike Holsch und Konstanze Wenes. Heike Holsch! Und Konstanze Wenes. Witzig! Ja. Daher kenne ich es auch. Ich weiß, dass da zwei Kolleginnen von mir dran mit übersetzt haben und die haben schon gesagt, das ist total cool aufgemacht und seitdem liebäugel ich eigentlich damit. Und dann habe ich jetzt gedacht, weil ich ja bei dem Science-Fiction-Projekt auch so viel Basiswissen einfach nicht habe, beschäftige ich mich mal ein bisschen damit. Okay. Ja, das war dann endlich mal der Anreiz, dieses Buch doch zu kaufen. Ich habe auch schon ein bisschen reingeguckt, hat mir auch schon geholfen, das ein oder andere Mal. Gut. Und ist ansonsten einfach auch echt interessant und lustig gemacht. Willst du das denn tatsächlich lesen oder willst du das nur nutzen, um Sachen nachzuschlagen? Und das wandert nicht auf meinen Sub, das ist so ein Nachschlagewerk jetzt für mich. Ja. Würde ich, glaube ich, auch sagen. Ich habe auch, glaube ich, 3 oder 4 Kapitel schon komplett fertig. Also das macht Spaß auf jeden Fall, finde ich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mir die anderen Sachen davon noch hole. Mathe zum Beispiel? Ja, oder Geschichte, ja. 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 Cool. Das nächste Buch habe ich geschenkt bekommen. Tada! Die bronzenen Bestien von Roshni Chokshi im Arktis Verlag erschienen. Ich bin immer verwirrt. Richtig, ja. Ja, tut mir leid. Und übersetzt von Jenny Michalski und Hannah Fliedner. Und das ist Band 3 der Goldenen Wölfe-Reihe. Die irgendwo stehen. Da.
der abschließende Band der Wölfe-Reihe. Und ja, ich bin mega gespannt darauf, ne, wie es weitergeht. Mhm. Es geht wieder um Severin und seine Freunde, die Rätsel lösen, diesmal in Venedig. Ja. Und mehr will ich nicht verraten. Mehr kann ich auch gar nicht verraten, du wahrscheinlich schon. Ja, es ist halt immer so eine Schatzsuche. Ja, genau. Und halt eine nette Gruppendynamik, würde ich sagen. Ja, weil man eins und zwei auf jeden Fall so. Ja. Ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Kannst du sein. Es bleibt spannend. Ja, und es sieht natürlich sehr cool aus und ich finde es cool, dass es in Venedig spielt. Ich mag Venedig. Ja, ich auch. Finde es auch ein schönes Setting war es, auf jeden Fall. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, Venedig ist ja so irgendwie mein Lieblings-Fantasy-Setting. Mhm. Ja. Ja, da spielen auch viele Sachen. Ja. Gut. Gut. So, noch was, was ihr heute schon ein paar Mal gesehen habt, aber die anderen Bände. Game of Souls habe ich mir noch zugelegt, okay, von Shelby Mahurin. Das ist der dritte Band der Game of Gold-Reihe. Die auch hier steht. Ja. Auch wieder übersetzt von Peter Klöss und im Dragonfly Verlag erschienen. Und Jana und ich haben vor, diese Reihe bald zu beenden. Auf jeden Deswegen habe ich mir das eben geschafft. Ja, und Band 2, das Ende, habe ich ja schon wieder vergessen. Ich werde dir noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, bevor wir anfangen. Ja. Wer es noch nicht gehört hat, es geht um Hexen und Hexenjäger und um eine Verbindung zwischen Lou und Red. Korrekt. Und das Ganze hat ein bisschen so einen französischen Touch, spielt in Belterra, was ich immer ganz gerne mit Paris vergleiche irgendwie. Das ja, so ja, vom Feeling her auf jeden Fall. Ja. 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 Den ersten Band fanden wir beide super, toller Auftakt. Beim zweiten Band haben wir gesagt, na, hat ein bisschen nachgelassen, war ein bisschen wir. Jetzt bin ich gespannt, was der dritte so mit sich bringt. Ich und hoffe, dass der dritte nicht genau das gleiche wie Band 2 ist, nur in grün quasi. Ja. Das befürchten wir nach dem Ende von Band 2 so ein bisschen, aber vielleicht werden wir ja positiv überrascht. Das wäre gut. Ja. Ja. Als nächstes habe ich mir noch mal ein englisches Buch gekauft. Stalking Jack the Ripper von Carrie Maniscalco. Uch. Bei Jimmy Patterson Books erschienen. Da geht es um die 17-jährige Audrey, die ein sehr wohlhabendes Leben führt und der es relativ gut geht. Ich glaube, die langweilt sich da so ein bisschen in ihrem behüteten Leben. Luxus. Genau, spielt auch 1888, glaube ich, also tatsächlich zu Jack the Ripper Zeiten. Und um ihrem langweiligen Leben zu entkommen, schleicht sie sich heimlich zu ihrem Onkel, der in der Pathologie arbeitet und untersucht da zufällig eine Mordserie an jungen Frauen. Die Jack the Ripper umgebracht hat. Vermutlich. Genau, und kommt einem Serienkiller auf die Spur. Ja, du, der Titel, der verrät eigentlich quasi schon. Ne? Finde ich auch. Ja. Fand ich ganz interessant. Ist in meiner Instagram-Bubble auch sehr präsent, auf jeden Fall. Und Carrie Maniscalco habe ich ja jetzt auch schon Kingdom of the Wicked von gelesen. Das fand ich ganz gut. Das hier soll ein bisschen mehr für Erwachsene sein. Mhm. Ja. Schauen wir mal. Ist wahrscheinlich ein bisschen blutiger. Das magst du ja. Das kann ich ganz gut, ja. Wo wir schon von Instagram-Bubble sprechen, was in meiner ganz präsent war, war dieses Buch hier. Die Wut, die bleibt, von Mareike Fallwickel, bei Rowohlt erschienen. Und da habe ich eigentlich schon, bevor es rauskam, da habe ich schon gedacht, das brauche ich, das hört sich gut an. Das schlägt nämlich wieder in diese Kerbe Frauen und was die Gesellschaft Frauen zumutet im Alltag. Ja, ja, da beschäftigst du dich ja sehr viel mit in letzter Zeit. Ja. Ja, es aber interessiert mich einfach. Ich habe das auch schon oft gesehen und nur Gutes drüber gehört. Ja, ich auch. Genau, und dann vorher schon interessiert gewesen, dann habe ich jetzt die ersten oder die eigentlich fast nur positive Rückmeldungen bisher gehört und stand jetzt zweimal davor und beim zweiten Mal musste es dann mit. Genau, ich bin einerseits bin ich super neugierig auf dieses Buch, andererseits habe ich auch so ein bisschen Angst, dass ich mich da in so eine Stimmung mit reinziehen lasse. Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also manchmal, wenn ich so Bücher lese, dann bin ich vielleicht selber noch gar nicht so
wütend, angepisst auf irgendwas. Aber wenn ich das dann lese, dann ne, setzt man sich auch im Kopf viel damit auseinander. Und dann ja. Es gibt ja so viele Aspekte, mit denen man sich vielleicht tatsächlich einfach noch nicht auseinandergesetzt hat. Ja, genau. Und das Problem ist aber ja, wenn du dich einmal mit diesen Aspekten auseinandergesetzt hast, vergisst du sie nicht mehr. Und dann fällt es dir ständig überall auf. Mhm. Und dann regst du dich doppelt drüber auf. Ja. Ja. Naja, aber man muss sich ja trotzdem damit auseinandersetzen. Ne? Ja, das ist so. Inhaltlich geht es hier um drei Frauen, steht hier hinten noch auf dem Klappentext. Die eine entzieht sich dem, was das Leben einer Mutter zumutet. Die anderen beiden, die Tochter und die beste Freundin, müssen Wege finden, diese Lücke zu schließen. Mhm. Darum geht's und ich glaube nicht, dass das lange auf meinem Sub hängen wird. Ja. Ja. Cool. Ich mache jetzt mal mit den zwei anderen von Carrie Maniscalco weiter, die ich ja jetzt gerade schon erwähnt habe, ne? Kingdom of the Wicked und Kingdom of the Cursed, Band 1, bei Piper erschienen. Das habe ich auf Deutsch gelesen, ist von Diana Bürgel und Julian Müller übersetzt worden. Band 2 ist bei, keine Ahnung, boah, ich bin ganz schlecht vorbei, Hodder & Stoughton erschienen. Das habe ich auf Englisch gelesen und im Juni, glaube ich, gelesen. Also wenn euch interessiert, worum es geht, dann guckt doch mal in den Lesemonat Juni. Es ist auf jeden Fall, es geht um die Zwillingsschwestern Emilia und Vittoria, die Hexen sind und Vittoria stirbt, wird umgebracht. Und Emilia schließt sich mit einem der sieben Höllenfürsten zusammen, um herauszufinden, was da passiert ist. So grob. Ja. Genau. Genau. Und die sieben Höllenfürsten sind nach den sieben Todsünden. Korrekt. Was ich ja ziemlich wichtig finde, um das anzuteasern. Ach so, Entschuldigung, ja. Weil es einfach cool ist. Es ist cool. Ja. Coole Bücher, habe ich beide schon gelesen. Wie schon gesagt, hat mir Spaß gemacht. Gut. Mhm. Ah! Tada. Hast du das gestern geholt? Ja! Witzig! Ich habe mir gestern das Lied des Achill endlich zugelegt von Madeleine Miller. Wann hast du Circe vorgestellt? Im Juni, glaube ich. Mai? Im Mai habe ich das gelesen. Mai. Ja. Genau. Und ich hatte ja Circe schon etwas weiter. Ja, vorher gelesen, genau, schon länger her. Und ich bin immer mal wieder hier um das Lied des Achill herumgeschlichen. Wusste aber eigentlich auch gar nicht genau, worum es ging. Und habe dann gestern in der Vorbereitung festgestellt, das ist die Geschichte rund um Troja und so. Und wo Helena entführt wird. Das finde ich ja sowieso total geil, weil ich ja auch den Film Troja total gut fand. Also diese Kombination ist auf jeden Fall sehr vielversprechend für mich. Mhm. Erschienen ist das Buch beim Eisele Verlag in der Übersetzung von Michael Windgassen. Und es geht eben während dieses Krieges oder Kampfs bei Troja um Achill und Patroklos, die ja eine sehr enge Beziehung verbindet. Tja. Ja. Witzig. Da freue ich mich drauf. Das Cover ist auch so schön. Ja. Ja. Schwarz-Gold, ne? Hm. Der Trend momentan. Ich flieg da ja so drauf, ne? Ich auch. Ich kann an keinem Cover vorbeigehen, das so aussieht. Das ist echt ganz schön. Ja. Ja. Das nächste kommt vielleicht sehr überraschend für euch. Ja. Die Vorgeschichte von Throne of Glass gekauft. Ich wollte das eigentlich im Urlaub lesen im Mai und hatte das deshalb gekauft, weil ich dachte, irgendwie habe ich so Lust, nochmal in die Geschichte von Celaena und so einzutauchen. Und habe mir dann halt die Vorgeschichte geholt. Ne? Für mich persönlich zählt das ja nicht so unbedingt zur Serie, zur Reihe dazu. Das ist sowas, was man lesen kann, aber nicht muss. Aber ich hatte einfach Bock und deshalb habe ich mir das gekauft. Ich habe es dann aber noch nicht gelesen, weil, weiß ich gar nicht. Irgendwie, keine Ahnung, hatte ich dann doch keine Lust, weiß nicht. Aber ja, es ist halt die Vorgeschichte zu Throne of Glass und erzählt quasi die Geschichte, wie Celaena Sardothian zu der wurde, die sie ist, wie sie zur Assassinin wurde, was sie alles durchgemacht hat und durchstehen musste und so. Ja, und es ist von Ilse Leier übersetzt und bei DTV erschienen. Habe ich das schon gesagt? Weiß ich nicht. Nee, ich glaube, Übersetzung hast du noch nicht gesagt. Ja. Ist das nach allen rausgekommen oder vor? Ich glaube, irgendwo zwischendrin. Weil das sind so Novellen. Jetzt, dass die Ilse Leier das wieder übersetzt hat. Die hat doch auch die ersten Bände übersetzt. Die ersten beiden, glaube ich, hat sie übersetzt. Und dann ja. Und danach war jemand anders, ne? Ja. Ich gucke mal gerade. Ja. Auf Deutsch ist es das erste Mal 2017 erschienen. Und ich glaube, die anderen 2015.
Also der erste ist, glaube ich, 2015 auf Deutsch erschienen. Ja, ist das vielleicht nur so ein Zwischending gewesen, ja, was sie genau noch gemacht hat? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Hatte ich sehr überraschend, auch. Ja. Ja, muss ich schon sagen. Das überrascht mich immer wieder. Es tut mir leid. Nein, eigentlich tut es mir nicht leid. Was soll ich sagen? Wenn mir eine Autorin gefällt, warum soll ich nicht alles von ihr lesen? Ja. Willst du das nächste auch direkt machen? Das hier? Mhm. Ja, kann ich auch noch zeigen. Habe ich auch gekauft. Die Farbe von Milch. Von Nellation. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die wird Nellation ausgesprochen. Ich habe irgendwann mal ein Interview mit ihr geguckt oder so. Bei Heine, also meine Ausgabe ist bei Heine erschienen. Wir haben das im Lesezirkel zusammen im Juni, ne? Ja. Gelesen. Ja. Also wenn ihr da interessiert seid, guckt gerne den Lesemonat Juni. Das ist übersetzt von Wiebke Kuhn und es geht um Mary, die bei ihren Eltern auf dem Bauernhof aufwächst und auch mitarbeitet und ein sehr arbeitsintensives, schweres Leben da führt und irgendwann dann zum städtischen Pastor geht, um dort seine Frau mitzupflegen und dann bei dem auch wohnt und plötzlich ein ganz anderes Leben führt als auf dem Bauernhof. Genau. Ja. Ja. Gut zusammengefasst, ohne zu viel vorwegzunehmen. Gut. Ja. Ja. So. Ich habe es mir endlich geholt. Nummer 2 von TJ Klün. Das ist ja aber gar nicht Nummer 2, ne? Also Band. Das ist nicht Band 2, nein, das ist Buch Nummer 2 von TJ Klün. Also der hat ja hier Mr. Parnassus Heim für magisch Begabte, hat er geschrieben und das ist ja so durch die Decke gegangen und ich fand das auch super toll. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probiere ich es dann auch mal mit diesem Buch hier von ihm, das ist gerade erschienen. Das unglaubliche Leben des Wallace Price, erschienen bei Heine und übersetzt von Michael Pfingstel. Und hier geht es um Wallace Price. You don't say. Ja. Der nach seinem Tod in einer Zwischenwelt landet und noch einmal die Chance bekommt, ein paar Angelegenheiten zu bereinigen und zu ordnen. Ach, cool. Mhm. Er ist ein sehr gefühlskalter Anwalt, den eigentlich nur seine Arbeit interessiert. Und es geht so ein bisschen um die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ja. Was wichtig ist im Leben. Klingt eigentlich wieder ganz vielversprechend, erinnert mich so ein bisschen an die Mitternachtsbibliothek, oder? Ja, ja, stimmt. So, ein bisschen. Vom Konzept her, aber wer weiß, wie es ist. Bin sehr gespannt drauf. Ist bestimmt witzig auch. Ja, und ich habe zwischendurch überlegt im Urlaub, ob ich mir das als Kindle-Version holen soll, aber ich finde diese Cover und Bücher einfach so schön. Ich muss es so haben. Kann ich verstehen. Ich habe ja, glaube ich, als ich das erste Mal das Cover gesehen habe, gedacht, das wäre Band 2, weil die sich so ähnlich sind vom Stil, ne? Ja, sind sie auch, ja. Das stimmt. Nee, aber ist eine komplett in sich abgeschlossene Geschichte. Eine neue. Cool. Ja. Ja, mache ich weiter. Mit einem schwarz-goldenen Cover. Mit einem schwarz-goldenen Cover. Gut. The Atlas Six von Olivia Blake ist bei Macmillan erschienen. Ist auch so ein TikTok-Ding, was mir immer wieder angezeigt wurde und was mir von der Story her sehr gut gefallen hat. Es geht nämlich um die Bibliothek von Alexandria, die seit Jahrtausenden die dunkelsten Geheimnisse der Menschheit birgt und es ist wohl so, dass alle 10 Jahre 6 junge Magier die Chance bekommen, dieses Wissen in der Bibliothek zu studieren und müssen dann so, ich vermute, irgendwelche Aufgaben lösen. Auf jeden Fall ist es so, dass wohl nur 5 von diesen 6 Studierenden überleben und wieder rauskommen. Hm. Genau. Das soll ja voll gehypt sein. Soll momentan voll gehypt sein. Lustigerweise waren wir letztes Wochenende auf der Übersetzertagung in Wolfenbüttel und ich habe abends mit einer Übersetzerin zusammengesessen, die ich da kennengelernt hatte und wir redeten so über unsere Arbeit und dann erzählte sie, dass sie das gerade übersetzt hat und ich dachte, ach, wie lustig, dass ich das quasi gerade gekauft habe und jetzt mit der Übersetzerin gesprochen habe. Es erscheint also demnächst auf Deutsch auch. Bei Fischer Tor, ne? Ja. Mhm. Im September soll das, glaube ich, rauskommen. Ja. Cool. Ja. Solche Zufälle. Also super lustig. Willst du nochmal? Ich will nochmal. Na gut. Das nächste habe ich geschenkt bekommen. Mal wieder. Das Haus zwischen den Welten von Amy Sparks ist bei Dragonfly erschienen. Jenny Michalski und Katrin Segerer haben dieses Buch übersetzt. Es ist Band 2. Das Haus am Rande der Welten, der Magie.
Genau, das ist Band 1, das Haus am Rande der Magie. Ja. Band 1, das Haus am Rande der Magie. Genau. Und zwischen den Welten, Band 2. Es geht um 9, das ist eine kleine Taschendiebin, die ein Miniaturhaus stiehlt, ne? Mhm. Das dann plötzlich groß wird und sie geht in dieses Haus rein und trifft lustige Wesen und Zauberer und Wahlwasser und... Genau. Und in Band 2 reist sie halt mit dem Haus durch die Welten. Ja. Wie der Titel schon sagt. Cool. Und es wird wieder lustig, kannst du versprechen. Ja. Ja. Ich fand Band 2 tatsächlich an einigen Stellen noch besser als Band 1. Ja. Mhm. Ich bin gespannt. Es hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht bei der Übersetzung. Ja. Glaube ich. Ja. Diese ganzen Wortspiele und so, ne? Ja, es ist super. Ja. Ich habe das hier gestern spontan noch mitgenommen. Piranesi von Susanna Clark. Erschienen bei Heine und übersetzt von Astrid Finke. Das hat mal eine Followerin bei uns erwähnt, dass sie das Buch so toll fand. Die hat es zwar auf Englisch gelesen, glaube ich, und hat da auch gesagt, boah, das war herausfordernd. Und ich habe mir daraufhin mal dieses Buch angeguckt und habe dann gesagt, oh ja, das wäre auch was für mich. Ich habe das dann so mal auf eine Wunschliste gesetzt und dann lief ich da gestern in der Buchhandlung dran vorbei und dachte, da habe ich irgendwie Bock drauf demnächst. Cool. Ja, deswegen habe ich dann Piranesi mitgenommen. Piranesi wohnt in einem labyrinthartigen Haus, in dem wohl auch das Erdgeschoss mit Wasser bedeckt ist. Also ein Meer befindet sich in diesem Haus. Klar, was man halt so macht, ne? Was halt so ist manchmal. Genau, und Piranesi erforscht halt die Geheimnisse dieses Hauses. Ach, cool. Ja, viel mehr weiß ich auch eigentlich noch gar nicht. Habe ich noch nie von gehört irgendwie. Ich vorher auch nicht. Cool. Aber ich bin jetzt sehr gespannt, weil wie gesagt, ist eine Empfehlung von unseren Followern. Ja, also, da muss man ja auch mal nachgehen, ne? Ja, finde ich auch. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich dachte ja eigentlich, ich möchte mir das auf Englisch holen, weil ich das Cover ein bisschen schöner finde. Ja? Ja. Aber in der Buchhandlung hatten sie das natürlich nicht auf Englisch. Wie ich ja schon erzählt hatte, lässt die ein bisschen zu wünschen übrig, die Englische Abteilung. Ja. Ja, daher dann auf Deutsch. Okay. Ich habe demnächst das als nächstes auch eins von meiner Wunschliste befreit, das da schon sehr lange drauf steht. Wenn der Rabe ruft von Maggie Stiefvater. Stiefvater, I don't know. Das ist, glaube ich, eine Deutsche, ne? Nee. Nein. Das ist übersetzt von Jessica Comino und Sandra Knuffinke. Ach, echt? Ja, ist bei Knauer erschienen. Hm. Band 1 der Raven Boys-Reihe, die von der ich auch sehr, sehr, sehr viel Gutes gehört habe. Und ich bin da schon ganz, ganz oft rumgeschlichen und irgendwie haben die da jetzt eine Neuauflage von rausgebracht bei Knauer und mir gefallen diese Cover sehr viel besser als die alten. Und dann habe ich jetzt zugeschlagen, als ich es letztens da habe stehen sehen. Es geht um Blue, die hellseherisch begabt ist und jedes Jahr mit ihrer Mutter an einem Tag auf dem Friedhof steht und sieht die Geister derer, die im kommenden Jahr sterben werden. Und irgendwie gibt es auch eine Prophezeiung, die voraussagt, dass sie ihrer wahren Liebe den Tod bringen soll. Und plötzlich sieht sie Gensi vor sich stehen. Das ist einer von den Raven Boys, der auf einer Privatschule da in dem Ort irgendwie, also auf die Privatschule im Ort geht und die Raven Boys machen wohl immer Ärger und haben immer irgendwelche geheimen Quests am Laufen. Und ja, plötzlich sieht sie halt den Geist von Gensi auf dem Friedhof. Ja. Okay. Schauen wir mal. Wie alt ist das? ...2012 auf Englisch und 2013 das erste Mal auf Deutsch. Ja. Meine ich nämlich. Ich hatte irgendwann... Ist auch bei Löwe erschienen vorher. Ja, ich habe nämlich auch so ein bisschen... Es gab mal so eine Zeit, da habe ich gerne so... Oder habe ich mich in so einer Bubble bewegt, wo das ganz oft genannt wurde. Und ja, auch dann die Bücher von Bettina Behlitz. Kennst du die? Sag mal einen Titel von der. Mit uns der Wind. Oh, nee, weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, auf jeden Fall wurden die mal, also die habe ich irgendwie so zusammen abgespeichert. Bettina ja. Behlitz und Maggie. Steve? Vater, ja. Steve Felder? Ich dachte ja auch, das wäre eine Deutsche. Nein, aber gut. Nicht.
Ja, die hatte ich irgendwie so zusammen abgespeichert und ich glaube, das habe ich damals schon ständig gesehen. Ja, kann gut sein. Ja, kam mir gerade so bekannt vor. Soll ich noch mal eins machen? Ja, kannst du. Ich fürchte mich nicht. Habe ich auch schon im Lesemonat Mai drüber gesprochen. Habe ich nämlich schon gelesen im Urlaub. Und es ist von Tahereh Mafi bei Goldman erschienen und von Mara Henke übersetzt. Es geht um Juliette, deren Berührung tödlich ist, weshalb sie seit einiger Zeit weggesperrt ist in einer psychiatrischen Anstalt und da ganz alleine ist, aber irgendwann mit Adam, einem neuen Zellengenossen, zusammen ausbricht und versucht, vor jemandem zu fliehen, der sie als Waffe benutzen will. Genau. Das war Das war ein verrücktes Geräusch. das war mein Schuh. Jetzt ist alles ganz schief. Das wäre ja was, wenn man so zwischendrin mal so die Kamera schwenken würde. Oh je. So, ich habe gerade dann spontan noch ein Buch geschenkt bekommen von der lieben Jana, was Ja. die liebe Jana nämlich übersetzt hat. Ja. Gerade erschienen. 5 Minute Mom von Daisy Upton. Und erschienen im Duden Verlag. Und da gibt es einfach Ticks und Ticks Tricks. und Tricks. Ticks und Tricks. Tipps und Tricks, wie man Kinder zum Lernen bewegen kann, Genau, oder? so Grundschüler, wie man die dazu bringen kann, die Hausaufgaben zu machen, Genau. Ein schreiben, bisschen rechnen. spielerisch, damit das Genau. Ganze ansprechend ist für die. Ja. Ja. Ist auch schon Band 2, es gibt auch schon Band 1. Da geht's, ist noch für Jüngere dann, von 1 bis 4 oder so. Und das für die weiterführende Schule Genau. jetzt. Das Band 1 habe ich aber nicht übersetzt, das war Ulrike Schimming. Okay. Band 2 habe ich jetzt gemacht. Ja, da bin ich auch gespannt. Ich finde, es ist auf jeden Fall sehr schön aufgemacht und auch die Qualität ist wieder sehr dudenartig. Ja, auf Also, jeden Fall. ne, ist, Qualitätspapier, würde ich sagen. Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das zu übersetzen. Für die ersten Grundschuljahre steht. Genau. Aber das ist doch, hast du nicht gerade gesagt, für erste bis vierte Lebensjahr dann? Ja, Das ist Band das erste. 1. Ja, genau. Okay, also das ist doch für die Ja, das Grundschule. ist für Grundschüler. Okay. Ja. Ja, und da hat Jana auch zwischendurch mal so gefragt, als sie so, was hattest du denn? Wortspiele? Ja, das Problem oder die Schwierigkeit daran war halt, das ist natürlich alles irgendwie aufs Englisch lernen im Original, ne? Und wie Ja. man Schreiben im Englischen lernt und mit welchen Wörtern man im Englischen anfängt, mit Lesen und Schreiben und so. Und das musste ich jetzt irgendwie natürlich anpassen, dass es fürs deutsche Schulsystem passt und natürlich auch fürs deutsche, für die deutsche Sprache. Und das war, Eine ja, Mammutaufgabe. es war anstrengend, das war schwierig, aber ich habe ja dich auch an meiner Seite gehabt und Hanna und meine Mutter ist ja auch Grundschullehrerin und das war ganz gut, dass ich da so ein bisschen Backup hatte, um mich so Ja, zurückzuversichern. ist aber auch echt nicht einfach gewesen. Ja. Also bei den Sachen, die du uns manchmal gefragt hast, habe ich auch gedacht, boah, okay. Ja, deswegen, ich bin gespannt und bin dann jetzt gut ausgerüstet, falls ich dann selber mal Kinder haben sollte. Ja, Die keine ich Lust auch. haben zu lernen, kann ich dann gut motivieren hier. Ja. Aber ich gucke vorher auch schon mal rein. Ich bin noch richtig gespannt darauf. Ich bin auch gespannt, was du sagst. Ja, das letzte, was ich neu gekauft habe, war Crown and Bones von Jennifer L. Das Armentrout. kommt mir auch bekannt Habe vor. ich auch schon gelesen. Ist von ist bei Heine erschienen und von Sonja Rebernick-Heidegger übersetzt, die Band 1 und Band 2 auch. Habe ich im Mai gelesen, falls ihr das euch genauer angucken wollt. Es geht wieder um Poppy, die anfänglich als Jungfrau. Gegen den Weiß ich nicht, ich finde Namen. den Namen einfach lustig. Ich mag den Namen. Poppy. Poppy ist die Jungfräuliche, die nur verschleiert rumlaufen darf, mit niemandem sprechen darf, mit niemandem in Kontakt treten darf und bekommt einen neuen Leibwächter, Hawk, mit dem es dann anfängt zu knistern und man weiß nicht so genau, was es damit auf sich hat. Erfährt man erst im Laufe von Band 1, was das alles soll, in was für einer Welt die da leben und was von Poppy als Jungfräulicher erwartet wird und so und ja, ich fand die Geschichte auf jeden Fall sehr, sehr spannend und fesselnd. Das war's. Sind wir Das fertig? Wir sind war's. fertig. Seid ihr noch da? Das hat ja doch gar nicht so ewig gedauert, oder? Das kam mir schon Ja? vor. Aber meine Nase juckt Gucken. auch die ganze Zeit so. Ich dachte, das wäre jetzt eine gute halbe Stunde vielleicht gewesen. Ja, ich guck gleich mal, wenn ich Vielleicht noch auf länger. Stopp drücke.
Ja, es aber sind gute Bücher dabei, finde ich. Sowohl genau. Bei dir als auch bei mir. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Und vor allem bin ich gespannt, weil wir ja nächsten Monat endlich mal durchstarten mit der Rache des Sub. Oh, ja. Und dann mal unsere Neuzugänge-Videos vom letzten Jahr wieder rauskramen. Mal gucken, was wir alle schon gelesen haben und was noch nicht. Ja, ich habe auch Sorge schon. Ja, gefühlt habe ich auch einfach alles noch nicht gelesen, was ich gekauft habe letztes Jahr. Aber mal sehen. Wir gucken mal. Ja, ihr könnt euch also freuen nächsten Monat, falls ihr dieses Format, die Rache des Sub, auch so cool findet wie wir immer. Freut euch drauf. Ja, endlich ist ein Jahr um. Das bedeutet aber auch, dass wir schon fast ein Jahr jetzt hier unseren Kanal haben. Ne? Es ging richtig, richtig schnell. Ja, Wahnsinn. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ich auch nicht. Aber es macht so Spaß. Ja. Wir bleiben euch noch ein bisschen erhalten wahrscheinlich. Ja, ihr merkt ja, dass wir nicht immer so super regelmäßig Videos machen, aber wir bleiben. Aber es soll auch ein Hobby bleiben und nicht zur Pflicht werden. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Okay. Ja. Jetzt ist Kaffeezeit dringend. Ja. Oh ja. Gute Idee. Erzählt mal, was habt ihr für Neuzugänge? Was sagt ihr zu unseren Neuzugängen? Habt ihr ein paar von denen vielleicht sogar schon gelesen? Motiviert uns doch mal. Oh ja. Damit wir nicht so viel in der Rache wieder haben. Nächstes Jahr dann. Ja. Yeah. Also, schreibt gerne motivierende Kommentare, die uns zu irgendwelchen Büchern anregen. Man denkt immer, ach, bis in einem Jahr habe ich das locker alles gelesen. Mhm, klar. Wir werden sehen. Ja, wir werden sehen. Ich glaube nicht. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.